Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt. Und wir bauen heute dort, wo die Burg stand. Nämlich habe ich da was anderes geplant. Nee, eigentlich nicht was anderes, sondern eine Burg, aber ein bisschen größer. Aber jetzt wird erstmal die Insel ein bisschen verkleinert. Nämlich wenn man das Terrain absenkt und dann das Ganze gleich speichert und lädt. Dann ist dort Wasser. Das heißt, wir können das Meerwasser überall erzeugen, wo wir möchten, auf der ganzen Karte. Und dementsprechend wird das Ganze hier am Ende komplett anders aussehen, als es jetzt noch aussieht. Jetzt machen wir uns aber erstmal an die größere Burg, die ich vorhatte. Da ist die Grundlage, sind 3 Hotels, die ich dann auch schön zerstöre. Und damit die Burg ein bisschen höher ist, kommen da oben drauf noch Schutzbunker, 4 Stück. Dann haben wir nämlich auch 4 Türme oben. Und jetzt fülle ich den ganzen Gebäudekomplex noch so ein bisschen auf mit kleineren Gebäuden, damit es auch eine schöne Form dann hat. Natürlich zerstöre ich auch wieder jedes Gebäude mit dem Damage-Tool. Ja, was benutze ich denn hier? Hauptsächlich diese Toilette, glaube ich, und dieses Personalzentrum. Die beiden Gebäude mag ich sowieso richtig, richtig gerne. Den kann man echt gut bauen. Und ein Helikopter-Landeplatz kommt dann auch noch außen an die Klippe. Den habe ich dann auch schon mal am Anfang geplant. Ich mache eigentlich fast immer erst die Gebäude und dann die Terrainarbeiten. Weil, wie gesagt, die Gebäude das Terrain sowieso nochmal verändern. Außer man bewegt die halt mit der Mod. Also dann kann man auch Gebäude so schwebend machen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Aber wenn ich jetzt hier das Terrain darunter anpasse, dann kann ich es danach nicht wieder wegmachen. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ich mache auch immer irgendwie Safe Games vorher, bevor ich solche Arbeiten mache, damit ich halt, wenn was kaputt geht oder falsch gemacht wurde, dass ich es dann einfach nochmal neu laden kann. Allgemein bei diesem Projekt mache ich sehr, sehr viele Safe Games, weil ich halt auch viele Höhenunterschiede habe und bei solchen Sachen macht man sich so schnell Dinge kaputt, die halt auch irreparabel sind. War das richtig? Ich hoffe. Ja, auch solche Schrägen zum Beispiel, wie ich es jetzt hier mache. Also den Weg nach oben. Das ist immer ganz schwer zu reparieren, wenn man das einmal kaputt macht. Weil jetzt habe ich die perfekte Schräge. Und wenn ich das halt reparieren möchte und das irgendwie falsch mache, dann ist es halt echt aufwendig. Und da es ja leider keine Rückgängigfunktion gibt, ist das der einzige Weg. Dauert dann halt ein bisschen manchmal, aber ja, Sicherheit geht vor. Also ich habe halt schon mittlerweile einen ganz guten Rhythmus, glaube ich, was das angeht. Also ich weiß halt mittlerweile genau, wann ich ein Safe Game setzen sollte und wann nicht. Und ich komme eigentlich ganz gut klar damit. Ich mache jetzt übrigens erstmal hier eine kleine Wegfläche um diese... Ist das eine Burg? Ich weiß gar nicht. Wir nennen es jetzt einfach mal Burg. Um die Burg herum. Das wird dann auch die Wegfläche, wo dann später Dinosaurier drauflaufen werden. Die können dann sozusagen um diese Burg herumlaufen. Und natürlich wäre es keine richtige Burg, wenn sie keine Mauern hätte. Die mache ich dann einfach mit der Malta-Deko, mit dieser... Ja, was ist denn das? So ein Mauerstück mit so einem kleinen Schuppen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil wenn man den gleich dreht und dann auf die andere Seite nochmal so ein Ding macht, das werdet ihr dann gleich auch sehen, dann hat man halt oben auch so ein, ja, wie nennt man das denn, so ein Laufsteg auf jeden Fall. Also es ist eigentlich dann fast wie eine richtige Mauer. Und diese Türme hat man ja auch, die kaputten. Die kann man dann auch ein bisschen von der Höhe variieren, indem man zwei übereinander macht. Ist alles nicht ganz mega perfekt, weil die Objekte halt gerade so ein bisschen... nicht für den Zweck genutzt werden, für den sie eigentlich da sind. Aber das macht es ja gerade besonders, ne? Dadurch sieht das Ganze hier halt anders aus als dieses... Also wenn man das Spiel halt normal einfach die Sachen benutzen würde. Und das ist halt das Schöne an den Mods, ne? Mit den Mods kann man noch so viele andere Dinge kreieren und erstellen. Deswegen liebe ich halt auch diese Freebuild-Mod, dass man keine Baubegrenzung hat. Ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich werde da auch gleich viel von rausschneiden. Diese Mauer wird halt komplett einmal um diesen Gebäudetrakt herumgehen. Und ich muss da jedes Mauerstück einzeln drehen und platzieren. Unten an der Mauer habe ich dann teilweise auch noch so ein paar Felsen und Klippen gemacht, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht.
Und dann ging es weiter. Diese Mauerstücke platziere ich übrigens immer auf einer geraden Fläche, weil wenn man die auf einer schrägen macht, dann wird das Terrain auch wieder verändert. Da muss man immer auch sehr vorsichtig sein. Deswegen immer ganz viele Dinger einfach platzieren auf so einem Stück, wo halt nichts passiert. Und wenn man sie dann bewegt, dann ist auch alles in Ordnung. Dann wird da auch nichts mehr angepasst oder verändert. Aber für euch geht der Prozess jetzt hier wirklich schnell voran. Hat für mich halt wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber ich habe es halt ganz gemütlich gemacht, nebenbei YouTube geguckt und dann ganz entspannt gebaut. Das ist ja immer das Schöne an so einem Speedbuild. Man kann halt nebenbei machen, was man möchte. Und dabei hat man gar keinen Stress und sowas. Und am Ende wird es dann trotzdem für euch auch noch annehmbar oder angenehm zum Schauen. Und jetzt kommen natürlich auch noch einige Türme da an den Rand. Die habe ich auch nach Augenmaß einfach platziert, ungefähr im gleichen Abstand. Das Schöne ist ja, wenn man sowas Kaputtes oder Ruinartiges baut, dann fällt das in der Regel gar nicht auf, wenn etwas nicht ganz perfekt den gleichen Abstand hat oder sowas. Weil sowieso alles zerstört ist und kaputt ist. Und dann achtet man halt nicht so darauf, dass alles parallel zueinander und sowas ist. Und deswegen reicht das hier völlig aus, wenn ich das halt nach Augenmaß mache. Habt ihr auch immer so ein bisschen variiert in der Höhe, aber auch nicht zu viel bei den Türmen. Und jetzt auch noch das letzte Stück Mauer. Und dann ist es endlich geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange das für mich gedauert hat, aber das hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber am Ende wurde ich sogar besser da drin. Also ich war dann echt in der Übung, ihr seht es hier gerade. Es geht dann schon relativ zügig. Ich habe das jetzt vierfache Geschwindigkeit, was ihr jetzt gerade seht. Also allzu lange hat es am Ende dann doch nicht mehr gedauert. Dann natürlich auch noch Türme da beim Eingang, links und rechts. Schön mit den Türen zum Weg hin. Und jetzt musste die Restwegfläche auch noch ausgefüllt werden. Dabei musste ich tatsächlich auch einmal neu laden. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Wenn man den Weg zum Beispiel zu weit unten drunter baut, dass das außen rausguckt sozusagen, außerhalb der Mauer, und das dann löschen will, dann hat das Spiel leider das Problem, dass es alles an Deko mitlöscht, was diesen Weg berührt oder in der Nähe von dem Weg ist. Das ist irgendwie auch echt unangenehm, auch wenn man auswählt. Man kann ja auswählen, dass nur Wege gelöscht werden. Es wird dann trotzdem die Deko in der Nähe mitgelöscht. Das heißt, da muss man dann auch echt vorsichtig sein, dass man die Wege hier richtig einzeichnet. Weil ein Fehler und dann ist wieder ein großes Stück Mauer weg, was ich neu zeichnen muss. Aber ich hatte ja zum Glück, wie gesagt, einen Save Point. Das ist immer ganz hilfreich. Und dann wollte ich auch unbedingt noch einen Eingang von unten vom Helipad direkt in den Untergrund von der Burg. Das habe ich mit so einem Bunker gemacht. Der eignet sich dafür perfekt. Das ist dann auch cool, weil das dann nochmal so an der Klippe ist. Und das hilft halt nochmal ein bisschen diese Höhenunterschiede zur Schau zu stellen oder zur Geltung zu bringen. Das sieht halt immer ganz cool aus, wenn man auf verschiedenen Höhen verschiedene Sachen halt hat. Und deswegen wollte ich das halt auch machen. Natürlich muss hier auch ein Geländer hin, damit die Leute dort nicht runterfallen. Weil die Klippe kommt gleich direkt dorthin, an den Rand. Jetzt pinseln wir das Ganze nämlich an. Ein bisschen absenken. Und dann auch ein paar Felsen noch machen. Ich habe die jetzt erstmal im Wasser platziert und dann dorthin gehoben, weil ich halt wieder Angst hatte, mir das Terrain zu zerstören. Aber tatsächlich ist es bei den Felsen nicht so. Also die Felsen verändern das Terrain nicht. Die hätte ich dann auch ganz normal direkt an der Stelle, wo ich sie haben möchte, platzieren können. Aber ich war halt ein bisschen, ich hatte halt ein bisschen Angst, weil die Mauerstücke und so das halt vorher die ganze Zeit gemacht hatten. Deswegen habe ich mich schon daran gewöhnt, das immer außerhalb zu platzieren und dann erst zu bewegen. Aber wie gesagt, bei den Felsen geht es halt auch ohne Probleme, dass man das auf einer Schrägen macht und das Terrain nicht verformt wird, weil die halt das Terrain nicht anpassen. Ich habe auch noch versucht, da ein paar Büsche und Grüne mit reinzubringen, das ging aber leider irgendwie nicht. Aber war auch nicht weiter schlimm, dann haben wir einfach so ein bisschen Bäume manuell platziert. Und Büsche gab es ja auch so ein paar oder zumindest so kleine Pflanzen.
Und jetzt noch das Terrain ein bisschen anpassen, dass es natürlich aussieht und ein schöner Abschluss zum Wasser entsteht. Und natürlich auch ein Übergang zu unserem ersten Bereich. Ach so, falls es euch übrigens aufgefallen ist, ich habe die Tageszeit mal noch ein bisschen umgestellt. Ich habe das jetzt einfach auf Standardtag gestellt. Vorher war es halt so ein bisschen früher am Morgen. Und jetzt ist auch hier die Vorderseite die Sonnenseite. Deswegen seht ihr auch in diesem Baupart alles ein bisschen besser. Habe ich irgendwie im letzten Teil ein bisschen vercheckt. Aber ja, jetzt habe ich es ja geändert zum Glück. Und es gibt auch noch in den Optionen solche Filter heißen die, glaube ich. Also das ist so ein Farbfilter, der dann das Licht und die Farben so ein bisschen anpasst. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Mittelmeerfilter. Aber da gibt es dann auch noch Jurassic World, Jurassic Park, Alpine und was weiß ich alles, was es da noch alles gibt. Auf jeden Fall, vielleicht ändere ich zur nächsten Folge das auch nochmal, weil das sah eigentlich ganz cool aus mit den anderen Filtern. Aber ich war mir halt noch nicht sicher, welchen ich dann genau haben möchte. Eigentlich ist ja schon der hier der richtige, der Mittelmeerfilter. Aber vielleicht gefällt mir der andere besser. Also wundert euch nicht, falls in der nächsten Folge das Ganze ein bisschen anders aussieht. Aber das ist halt auch nicht so eine krasse Änderung. Das ist halt nur so minimal. Aber mal schauen. Lasst euch überraschen. Ansonsten bin ich hier natürlich wieder sehr, sehr fleißig, was so diesen Übergang zum Wasser angeht. Damit der möglichst natürlich aussieht. Übrigens, das Wasser werde ich später auch noch tiefer machen. Das ist halt jetzt gerade noch sehr seicht. Und der Übergang im Meer, sage ich es jetzt mal. Also seht ihr jetzt gerade ganz gut oben rechts. So soll es halt später überall sein, so wie es oben rechts ist. Das mache ich aber dann ganz am Ende, wenn die Insel dann komplett fertig ist. Jetzt muss halt erstmal so ein bisschen das Land dort angepasst werden, dass es natürlich aussieht. Und ich finde, jetzt entsteht auch endlich so ein bisschen dieses... Also man kann sich jetzt vorstellen, wie es dann später als Insel aussehen wird. Also es wird dann halt auf allen Seiten so sein, wie ich es jetzt hier gerade anpasse. Und das wird dann, glaube ich, echt cool werden. Wird wahrscheinlich nicht so eine riesige Insel. Ist halt auch eine geheime Insel, ne? Wäre halt unlogisch, wenn die dann so groß ist. Ich werde aber auch später auf der Insel noch so ein paar Gebiete haben, wo dann nicht Gebäude sind und auch so ein bisschen Natur ist. Also sowas wie jetzt da oben, wo ich die Büsche eingezeichnet habe. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit das realistisch aussieht. Es kann ja nicht alles komplett bebaut sein. Aber da müssen wir mal gucken in den nächsten Folgen. Ich habe jetzt hier übrigens ganz viel für euch rausgeschnitten, weil das ist auch sehr friemelig, diese Mauerstücke auf den Schrägen zu machen. Aber das wollte ich halt überall haben, dass man halt ein Geländer hat. Und guck mal, jetzt zeichne ich hier sogar noch ein bisschen mehr Natur ein. Nochmal einen Höhenunterschied. Ein paar mehr Berge. Die Bäume kann man übrigens am besten gleich selber platzieren. Weil mit dem Einzeichnen-Tool, da entstehen irgendwie nicht viele Bäume. Da kann man lieber dann halt mit den Deko-Objekten, die platzieren die Bäume. Und dann hat man die auch an den Stellen, wo man sie haben möchte. Dann habe ich hier auch nochmal so einen kleinen Bereich gemacht, wo so ein bisschen Baustellenschutt ist. Einfach mit drei Deko-Objekten. Aber ich finde, das macht schon viel her, weil die Deko-Objekte von dem Malta-DLC echt gut funktionieren. Und ich habe dann auch nochmal solche Mauerstücke in den Boden versenkt. Damit kann man halt den Boden nochmal so ein bisschen kaputt wirken lassen. Und da so ein paar Steine rausgucken. Da muss ich aber auch halt ein bisschen aufpassen, wo ich das genau hinplatziere, weil in der Hoffnung ist es halt dann noch später so, dass die Dinosaurier, die dort freigelassen werden, dann komplett um die Burg herumlaufen können. Ob das dann so sein wird am Ende, das weiß ich bis jetzt noch nicht, weil ich sie noch nicht freigelassen habe, jetzt wo ich das Voice-Over aufnehme. Das werde ich jetzt gleich erst machen, sobald wir hier am Ende sind. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Gehege dann funktioniert. Ich habe jetzt hier auch noch einiges an Deko natürlich platziert, auch noch außen. Viele Käfige natürlich, weil das gehört halt zu einem Schwarzmarkt dazu. Und ansonsten habe ich mich da echt wirklich viel ausgetobt. Ich freue mich später schon darauf, wenn wir die Parktour machen, dann dort mal in Besucherperspektive durchzulaufen. Das ist bestimmt cool. Aber erstmal bin ich gespannt, wie das mit den Dinos klappt dann wieder. Es war ja beim Hafen auch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber... Wenn es dann einigermaßen funktioniert, dass ich an der einen oder anderen Stelle einen Dino unterbringen kann, der sich ein bisschen bewegen kann, dann bin ich schon glücklich. Ideal wäre es natürlich, wenn die einmal wirklich komplett im Kreis laufen können. Aber das weiß man halt nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Ich hoffe es einfach.
Aber deswegen habe ich zum Beispiel die Steinmauern immer echt so ein bisschen an den Rand platziert, weil die auch die Laufwege blocken. Das haben wir uns ja beim letzten Mal sogar zunutze gemacht, weil da hatten wir dann den Fluchtweg vom Hafen sozusagen blockiert mit einer Mauer, die im Boden versenkt war. Das heißt, wenn man mit Mods ein Gehege bauen will mit einem komplett unsichtbaren Zaun, kann man das sogar mit diesen Malta-Mauern relativ gut machen, indem man halt diese Mauerstücke einmal drumherum macht um das Gehege und dann im Boden versenkt. Ist natürlich auch viel Arbeit, aber es ist möglich. Und ich glaube mal, später wird das auch noch echt praktisch werden, wenn man dann zum Beispiel auch so Klippen oder so hat und dann nicht will, dass die Dinosaurier die Klippen hochlaufen, dann kann man das auch damit ganz gut machen. Oder halt mit Felsen, das geht natürlich auch. Das ist auch eine Variante. Vielleicht kommt das ja in diesem Parkbauprojekt noch vor, könnte ich mir vorstellen. Jetzt war ich auf jeden Fall fertig mit der Burg und jetzt fehlte aber noch der Weg unten von dieser Stadt zu der Burg. Da musste auch noch das Ganze ein bisschen schöner gestaltet werden. Natürlich kam da auch wieder ein Geländer hin. Wie soll es auch anders sein? Und zu guter Letzt kam auch noch eine Dreiertür hier vorne beim Burgeingang hin. Und natürlich kommt in das Gehege, beziehungsweise in die Burg, nicht das Gehege, unser Raptor Squad. Das ist jetzt leider nur einer, weil ich die nicht gleichzeitig freilassen kann, aber die sind hier schon alle. Also einmal die 4 Raptor-Skins aus dem Film. Die kann ich leider aber auch nicht per Helikopter dort landen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal wieder mit dem Jeep gucken, dass wir die dort irgendwie rüberbringen. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, erstmal einen Stunt machen. Und dieser Jeep, ey. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die erstmal jetzt hier zu uns pfeifen. Und dann gucken wir gleich, ob wir die in die Burg irgendwie reinkriegen und wie weit die sich bewegen können. Ich hoffe halt echt, dass die durch die Burg durchlaufen können. Das wäre mega gut. Das würde ich richtig feiern. So, lauft los, Jungs. Irgendwie ist das ziemlich cool gerade, dass ich hier mit dem Raptor Squad zusammen zu der Burg da hinten fahre. So Leute, jetzt wird's spannend. Also da hochlaufen können sie auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir sie nur da reinkriegen. Oh, der eine läuft schon rein, das heißt, es ist möglich. Jetzt, wo sie drin sind, schnappen wir uns die Tür. Und machen das Ding wieder dicht. Und dann müssen wir testen, wie weit die sich bewegen können. Also der Raptor Squad ist jetzt auf jeden Fall hier am Start. Wir haben es geschafft. Ich hoffe halt jetzt, dass sie irgendwie laufen können. Bis jetzt bewegen sie sich leider noch nicht. Ich spule aber mal vor. Vielleicht passiert dann was. Komm schon, bitte. Ihr könnt euch jetzt nicht nur still rumstehen. Oh, sie laufen los. Oh, sehr schön. Ich spule weiter vor, dass wir gucken können, wie weit sie sich bewegen. Also wenn die jetzt hier einmal drumherum laufen können, das wäre mega. Aber das sieht gut aus. Ich denke mal, diese Mauerstücke im Boden werden die auch nicht groß blockieren. Ich habe eigentlich immer geguckt, dass da Platz ist. Ja, guck mal, die laufen drumherum. Oh, das ist richtig gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haben wir einfach den Raptor Squad in unserer Burg. Nochmal von oben schauen. Da laufen sie. Und ich glaube, die können einmal außenrum. Das sieht wirklich gut aus. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas blockiert. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ein Kommentar wird mir auch mega helfen. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen und wünsche euch schon mal einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.